Ja moin und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 Online, zusammen mit dem Dominik. Moin. Und mir, dem Steffen. Und ich würde sagen, starten wir ein geiles Race, oder? Ja. Nach den beiden Tron-Folgen, diesmal mal ein bisschen was zum Entspannen wieder. Ist der bescheuert? Was habt ihr denn da gemacht? Ihr habt euch beide an meinem Hinterrad festgekeilt und seid einfach abgeflogen. Der Typ ist einfach, der hat einfach komplett nach links rübergezogen, ist mit mir zusammen runtergefahren. Und jetzt sind wir halt weg. Ja. Der hat einfach straight nach links gelenkt, hat auch nicht losgelassen, ist einfach voll in den Abgrund mit mir gefahren. Wie kann man so dumm sein? Ja, für die Leute, die es nicht wissen, auf YouTube oder auf VidMe, wo ihr gerade das Video guckt, wie gesagt, wir haben sowohl YouTube als auch VidMe. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns ja auf beiden Plattformen einfach folgen. Auf VidMe heißen wir Smootour, auf YouTube heißen wir Smootour. Wieso kann ich nicht respawnen? Dominik kann nicht respawnen. Ja. Ich drücke die ganze Zeit Y. Drücken Sie Y, um zu respawnen? Nein, wirklich. Boah, vor der Salto. Scheiße! Was für Physik sind das denn? Oh. Ich habe gerade den Abgang meines Lebens gemacht. Ich habe einen Vordersalto gemacht und bin einfach viel zu weit geflogen. Was? Nice. Oh, okay. Ich bin jetzt halt irgendwo 2 Kilometer hinter euch, weil ich nicht respawnen konnte. Ja. Das ist natürlich schade. Aber ich flieg noch. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Ich lerne wirklich nicht aus meinen Fehlern. Stopp! Stopp! Dreh dich um. Freunde. Wir machen das hier trotzdem ganz easy. Auf welchem Platz warst du denn? Ich war erster, bis ich das verkackt habe. Aber gut, wir sind ja auch nur 4, wenn 2 sich rausballern. Ja. Wir versuchen mal wenigstens den 2. noch zu bekommen. Da ist jetzt auch schon wieder weh. Ja, mich. Aber du bist das so gut. Ja, weil ich zweimal blöd war. Aber das zweite Mal mit Absicht blöd war. Ich komme jetzt auch einfach, ich komme gleich von rechts und zieh einfach mit voll nach links und fahre mit dir zusammen in den Abgrund, ne? Ja, aber was hab ich dir denn getan? Das musst du doch nicht an mir auslassen. Das war nicht ernst gemeint. Das hat der Typ am Anfang gemacht, das war eine super Taktik. Okay. Dass in dem halt, ich weiß ja nicht, wie der dann so schnell wieder nach vorne gekommen ist, aber das ist auch wieder eine andere Sache. Oh nein. Oh Gott. Alter, mach mal ein Salto, wenn du so eine Rampe abspringst. Das ist so. Das ist sollte man lieber nicht machen. Das ist so geil. Wie viele Runden fahren wir? 2 oder was hast du eingestellt? Ja, oh, nice. Oh, das sind ja die Leute wieder. Ja. Was auch immer die gemacht haben. Also so wie ich gefahren bin und so wie du wahrscheinlich das mit dem Respawn nicht hinbekommen hast. Ich war einfach an der Ecke, hab Y durchgedrückt, dann stand da irgendwann der Tipp, drücken Sie Y zum Respawn. Ja, manchmal, wenn du das zu schnell drückst, registriert er das nicht, weil GTA. Ja, ich denke mal, das war der Fehler. Den holen wir aber noch, den packen wir noch, den kriegen wir noch. Alter, kann der mal im Hintergrund aufhören zu labern, das verwirrt einen voll. We are gonna be the first radio center on GTA Los Angeles. Das heißt, eine Schnauze halten. Will nichts kaufen. Dominik, wie geht's dir denn heute? Also außer, dass du so weit hinten bist. Ein bisschen erkältet noch, ne? Ja, man hört so ein bisschen, aber... Nein! Was tue ich denn? Ist das hier mein Todesspot? Ja, es ist mein Todesspot. Ich war kurzzeitig Zweiter wieder. So, ich bin dritt. Jetzt bin ich Zweiter, hä? Ja, weil der andere jetzt vor mir ist. Ich sehe dich gerade. Ist auch runtergefallen, oder? Ja, keine Ahnung. Ich bin schräg auf der Rampe gewesen, das war blöd. Egal, euch kriege ich noch. Alter, an der gleichen Stelle habe ich es eben gerade auch verkackt, aber nur weil ich einen Salto gemacht habe. Diesmal war ich einfach zu weit links. Ja, der eine ist straight in den Abgrund geflogen. Das ist wahrscheinlich der gleiche Trottel, der mich da am Anfang mitgenommen hat. Völlig grundlos. Ja. Hast du ja schon die neue Star Trek-Serie gesehen? Alter, beide Folgen habe ich mir schon reingezogen. Gestern Abend direkt.
Voll nice. Also, was heißt gestern Abend direkt? Also, ich habe gestern Abend erst gecheckt, dass das alles auf Netflix läuft. Ich dachte die ganze Zeit, warum kann ich das nicht gucken? Und dann konnte ich das doch gucken. Alter, ich finde die gar nicht so schlecht. Obwohl ich das. Das andere war ganz okay eigentlich. Aber es ist wieder so typisch, ne? So typisch moderne Sendung, ne? Wieder. Wir müssen unbedingt starke Frauen etablieren. Also ohne Spaß. Ja, ich finde auch nicht gut, dass die Klingonen komplett anders designt haben. Du weißt ja warum. Ja, das stimmt, die sehen echt. Aber die sehen kacke. Ich finde, die sehen einfach kacke aus. Also die sehen auch nicht. Also die sehen aus wie Maskentechnik vor 50 Jahren. Ja, es ist irgendwie. Also die hätten die halt einfach so ähnlich wie bei The Next Generation oder so lassen, sondern auch bei den ganz neuen Serien sehen die anders aus, wie halt standardmäßig Klingonen aussehen. Nein, die müssen wieder neu aussehen, anders aussehen, ne? Ja, klar. So, weiß nicht, finde ich jetzt nicht so geil. Ja, es ist auch nicht so meins. Aber, naja, müssen wir jetzt mit klarkommen, sind halt die Spoiler Alert, sind halt die Hauptbösewichte. Na ja, gut, also, das heißt Star Trek, ne? Ja. Aber ich hätte mir gerne eine Serie gewünscht, wo die Borgs Hauptbösewicht sind. Ich mag die irgendwie. Ja, vielleicht kommen die nochmal, aber ich glaube, so noch nach Handlungsverlauf dürfen die eigentlich gar nicht auftauchen. Nee, ich glaube auch nicht. Okay. Wir sehen uns dann gleich wieder in der neuen Runde. Ja, moin. Ah, da sind wir wieder. Ja, ich wollte schon wieder begrüßen. So, wieder Motorrad. Wo bist denn du nicht Erster? Ich dachte, der Host ist immer Erster. Hm, wahrscheinlich. Habe ich mich nach vorne gecheatet. Erstmal versucht wieder. Da haben wir wahrscheinlich 1000 km/h an Speed eingebüßt. Mein Spiel steht nicht mehr. Du hast dich gerade einfach nur nach vorne geportet bei mir. Und der eine ist irgendwie verschwunden. Ach, du hast, dass der verschwunden ist. Ja. Dann war es doch vielleicht mein Spiel. Dann war es nicht nur dein Spiel. Du warst wahrscheinlich auf dein Internet. Mein Internet ist jetzt top. Ich habe mir mein LAN-Kabel jetzt komplett rüber verlegt. Hallo. Ich lade jetzt auch eine 16 GB Folge unter einer Stunde hoch. Ja, nice. Ja, bei mir läuft. Was ist denn hier? Ja, vielleicht rammst du mich nicht. Dann gibt dir gleich noch Stress. Ja, das will ich schwer hoffen. So, ab geht er, der Peter. Fuck. Los. Mann, mach hinne. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden gerade ultimativ langsam in diesem Tunnel. Ja. Also mega langsam. Ja, gut, das war dann also nicht nur. So, zack. Alter, der ist einfach kilometerweit vor mir. Ich weiß nicht, warum er so schnell ist. Der ist mit Vollgas an mir vorbeigefahren und irgendwie ist er auch nicht langsamer geworden. Der Berserker. So, jetzt geht's hier nochmal ab. Oh nein. Oh doch. So, doch. War doch okay. Oh nein, oh doch. Nein. Doch. Oh. Der Idiot. Kennen die Strecke doch schon. Also die Strecke kennen wir tatsächlich. Mal sehen, ob ja, du drauf... Ja, schon mal gefahren. Hast du so im Gang die... Ja, naja, aber ich bin voll in den Rand gefahren. Ja, der vor mir ist da voll durchgefahren, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht an den ran, obwohl ich nicht gegen die Wand gefahren bin. Ja, eigene Fahrzeuge sind aus, also ich habe keine Ahnung, warum der so schnell fährt. Oh, weiß ich nicht. Vielleicht fährt er einfach nur besser als ich. Ich weiß es nicht. Es ist und bleibt ein Rätsel. In der Familie an der Südküste ist das auch schon mal passiert. Und das. Ja. Junge, wie schnell ist der? Der hat sogar noch zugenommen. Ich glaube, du kannst dieses Motorrad schneller bekommen, indem du einfach irgendwie dein Moped richtig ausrichtest. Aber ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie man das macht, ohne dass man ultimativ weit fliegt und überall gegenknallt oder rausfliegt. Ich habe auch keine Ahnung. Ah, du bist jetzt auch schon durch. Sehr gut. Ja, ich war direkt hinter dir. Ja, das habe ich aber nicht so gesehen. Ich hatte die ganze Zeit nichts mit diesem Pöbel da hinten zu tun. Okay. Ja, fand ich war eine ganz gute Folge, oder? Ja. Ja, du da Platz. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen.
Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt oder noch nicht gefollowt habt, je nachdem, wo ihr gerade guckt, gerne machen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Und bis dahin, tschö mit Ö. Tschüss.